Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Ja, hallo, wir zocken heute wieder Horizon Zero Dawn. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Horizon die Zero Mörder Dawn. Kämpfen. Nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Ja, und in der letzten Folge waren wir da hinten Plan? Bei diesem Tor. Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Und ja, wir haben versucht, durch dieses eine Tor zu kommen. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ja, ist ja gut. So, und wir haben versucht, durch dieses Tor zu gehen, was aber nicht geklappt hat, da wir nur 99,47%, wenn ich es richtig gesehen habe, von dieser Identität haben, von dieser Frau. Ist und deswegen ging es nicht. Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ich kann also überall hin, ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Gab es schon andere Sucher?
Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Okay, wir sind jetzt eine Sucherin. Also überlebt. Ey, jetzt reiz, ich bin eine Sucherin, ja? Ja, und ja, wir sind jetzt besonders, sagen wir mal so. Und ja, schauen wir jetzt mal, was wir erreichen können damit. Die ganzen Pflanzen hier mitnehmen. So, und dann wollen wir mal zu sprich mit Rash, dem neuen Kriegsherrn. Ja, dann werden wir mal mit Rash sprechen. Und dann mal schauen. Ich möchte hier aber vorher noch mal ein bisschen Sachen mitnehmen. Ich glaube, das bräuchten wir jetzt hier noch mal. So. Okay, gut. Das ist ein Lagerfeuer? Nee. Warte mal, da haben wir eine Kiste. Vergiss die ungläubigen Mörder und ihren Stammbohrer. Wo haben wir denn dann noch sowas? Ich glaube, das Riesending hier kann es ja nicht sein, oder? Ich glaube nicht. Wo haben wir noch ein Lagerfeuer? Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Boah, es gibt so viel hier. Hammer. Ich liebe es, Dinge einzusammeln. Ey, das ist so nice. Okay. Der Stamm braucht dich. Aloy! Aloy! Was ist los? Wer ruft mich? Aloy! Sag mal. Hä? Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein,
Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich und starb dabei. Von ihm haben Sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch, er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Ich muss jetzt gehen, Tab. Urmutter schütze dich. Okay, reden wir mit Resch. Wird sie sicher. Wir singen, bis wir heiser sind. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde, öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Resch, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Mit ihnen! Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Oh. Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Ach du meine Güte. Töte den Dämon und die verdorbenen Maschinen. Alles klar. Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Okay, da hat er Schwachstellen. Ach du meine Güte. Erstmal die hier platt machen. Ach du meine Güte. Los. Los. Okay.
Wir machen erst die Maschinen platt. Alter! Die hauen ganz schön rein. Okay, zack. Schnell kurze Sachen mitnehmen. Gläubige Krieger sind immer. Alter. So, da haben wir doch was. Okay, eine Schleuder. Okay, komm. Alter. Los, komm, komm, komm. Okay. Ach, das war bescheuert. Okay. Boah, der Typ ist stark. Nice. Haben wir geschafft. Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Okay, boah, ey, was für ein epischer Fight. Und wenn ihr es zusammenbringen müsst, macht hin! Den Dämon haben wir besiegt, okay. PSI verfügbar. Überblick freigeschaltet. Okay, gut. Ich möchte jetzt mal kurz noch ein bisschen Fähigkeiten... haben wir ein paar Punkte. Schlag von oben. Um lautlos zu... Aha, wie in Assassin's Creed also. Finde ich super. Schlag von unten. Auch super. Eliten lautlos zu ergehen. Ah, okay. Das alles lautlos machen.
Ah, dass ich von da oben schießen kann. Du manchmal dich für einen Feind schwer sichtbar. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Kritische Treffer verursachten mehr Schaden. Auch wichtig. Und dann nehme ich das dann noch. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen, wär's das dann mal für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann mal den neuen Stab hier testen, beziehungsweise dieses Kontrollding. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein. Tschüss.